Hallo und hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich heute zur Folge von Let's Play Rayman Legends begrüßen. Die letzten zwei Folgen waren ja hier so ein bisschen mehr mit Weihnachtsfeeling, weil Weihnachtsmütze und so. Das ist jetzt aber leider vorbei, weil Weihnachten ist vorbei. Wir haben heute Samstag, heute kommen bei mir auch noch ein paar Cousins und Cousinen und ein bisschen Familie zum Feiern. Und da hatte ich eigentlich vor, dass ich ein bisschen was mit denen aufnehme. Ob das geklappt hat, werdet ihr am Montag in Minecraft Singleplayer Let's Play erfahren. Viel Spaß! Und wir waren ja hier in der letzten Folge dabei, die Origins-Level ein bisschen zu machen, damit wir halt demnächst die neue Welt frei haben. Wir brauchen nur noch 7 Kleinlinge. Und ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ich hoffe, ihr auch hattet alle schöne Weihnachten. Ja, meine Weihnachten waren nett. Die Geschenke waren auch genial. Also, eigentlich waren es jetzt eher so, insgesamt waren es eigentlich eher kleine Geschenke. Aber wir waren halt davor eine Weile lang zusammen in Hamburg im König der Löwen. Und das war dann schon das richtige Weihnachtsgeschenk. War ein bisschen vor Weihnachten, aber ja. Oh yay, das Moskito-Level. Oh, das Lied wieder. Da, da, da. Warte, jetzt kommt's gleich. Das Lied ist einfach nur so genial. Das kann man ein bisschen leiser machen. Gib mir Lumps auf, Fail. Halt, ich wollte den auch machen. Jetzt sterbt. Sterbt, ihr Fatzen. Oh. Oh ja, geil. Oh ja, gib mir alle Lumps. Jo, schlägt die Lumps ab. Oh. Ja, oh ja, kommen schon viele Lumps. Ah, da war ein Kleinling, habe ich gar nicht gesehen. Da seht ihr mal, wie gut wir Kleinlinge befreien. Wir sehen es nicht mal und wissen es. Warte mal, und ich kümmere mich auch gleich nochmal. Hier und da. Der gibt nur 2. Warum gibst du nur 2? Das wäre auch, kann ich die einsaugen. Ah, die Lumps jetzt nicht, aber... Aber die Gegner, oder? Können wir die einsaugen? Ja, und dann... Bam! Bam! Verdammt. Ja, ich glaube, da geht es ja um Looms, aber das ist ja ein langweiliges Level. Eigentlich sind die Moskito-Level immer genial gewesen. Aber das ist einfach ein bisschen einer der ersten. Und da war halt in Origins vor allem auch da, halt, dass man die Fliegmechaniken auch für spätere übt. Ich hole mir lieber die da oben. Tut mir leid. Doof, Hatze. Oh, den kennen wir aus Rayman 1. Wer schon ein paar Retro-Fighters gesehen hat, da gab es die nämlich. Die sind noch unten, glaube ich, verlinkt, wenn ich mich nicht hier ganz irre. Ich will dich noch töten, wenn es recht ist. Bam! Ich glaube, das ist auch fast. Das ist auch ein Level, das sehr an Rayman 1 erinnert. Muss ich mal so sagen. Also, ich finde es geil, dass die sowas mit einbauen. Dass die so Erinnerungen wirklich an Rayman 1 einbauen. Weil das sind nämlich alles auch an Rayman 1 ein bisschen gerade das Level hier. Fällt mir nur gerade so auf, obwohl es ja ein Origins-Level ist. Aber allgemein, Rayman in 2D. Ich finde eigentlich, es kommt übrigens auch bald, werden noch Rayman 1, 2 und 3 hintereinander Let's Play. Das dauert aber noch eine Weile. Ich finde es auch einfach geil, Ich persönlich kann mich als großer Rayman-Fan eigentlich nicht entscheiden, welche Raymans besser waren, die 2D oder die 3D Adventures. Weil irgendwie waren einfach alle geil. Fand ich einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht, an euch Rayman-Fans. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, was euer Lieblings-Rayman war. Also meins war nicht wirklich 3. Also ich glaube, Rayman 3 hatte ich bestimmt 4-5 mal durchgesuchtet. Zwar keine 100%, aber... Geht hauptsächlich um die Story, ne? Gib mir die Lums. Halt, du musst noch sterben, du musst noch sterben. Ah, schön. Ah! Oh, ey, 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 ja. So geht's nicht. Buddy on a boy, make a big noise, playing. Playing in the street. My Sunday, you got mud on your face. Oh, da müssen wir was befreien. Befreien! Ah, geh weg, halt, warte. Oh, jetzt sag doch ein! Ah, Gott. Ach, Seacraft ist wieder da, ja. Hey, du! Ich glaube, ich gewusst, dass wir auf Wasser bekämpfen. Hier, nimm! Scheiße, fast. Komm, schieß, komm. Haben wir schon besiegt? Ach nee, das ist jetzt so. Oh, ich weiß nicht, den haben wir schon mal besiegt im letzten Let's Play. Für die, die sich noch daran erinnern. Ist einige Zeit her. Wir treffen ihn gerade aber ziemlich oft. Oh, schon gewonnen. Wuhu. Ah, ich brauch den Lum da hinten noch, yay. Aber uns fehlt noch ein Kleinling. Das, den kriegen wir jetzt, glaube ich, am Ende noch, ne? Ja, ja, den kriegen wir jetzt noch. Ah, da ist er, ja. Ich helfe dir! Und damit haben wir genau 6 Lumps, ne? Kann das? Oder bräuchten wir 600 Lumps insgesamt?
Okay, dann müssen wir es noch ein Level machen und dann geht's zur letzten Welt. Falls ihr euch jetzt fragt, warum machen wir nicht mehr Origins Level? Ganz einfach, ich habe das komplette Origins Spiel auch schon Let's Play. Der Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Also wenn ihr den Vorgänger von dem Spiel angucken wollt, einfach unten reingucken. Unten ist alles verlinkt, was das Herz begehrt. Glückwunsch zu dir, Alp. Du hast jetzt die 8. Geld-Test-Stufe erreicht, weil das mit 8000 Lumens. Danke. Jetzt haben wir doch einen neuen Held freigeschalten, oder? Kann das? Ray Undertaler. Oh, neuer Rayman-Skin. Wie sieht denn der aus? Oh, den nehmen wir doch. Der ist doch beautiful. Ray Undertaler. Tief in den Urwäldern der Lichtung der Träume haust dieser coole, etwas haarige Held. Etwas? Er lebt in einer ganz eigenen Welt und zum Selbstvertreib jagt er Monster für das Abendessen. Sieht ja cool aus. Er hat überall Haare. Wie ich. Nein, immer denen, weil wir nehmen immer die neuen Rayman-Skins, auch wenn mir jetzt der nicht so gefällt. Wie gesagt, meine zwei Favoriten sind wirklich der komplett blau und die Sonne scheint mir schon wieder ins Gesicht. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Dankeschön. Warte, machen wir noch einmal ein Back to Origins Level. Was mich aufregt, meine Cam ist aktuell noch ein bisschen. Waren wir? Ach, da haben wir schon mal Level gemacht. Ne, meine Cam ist aktuell irgendwie so scheiße, dass sie sich nur tagsüber aufnehmen kann. Ja, und eigentlich haben wir Winter, aber die Sonne scheint, als wäre es Sommer. Einfach, weil Baum, egal. Machen wir das Level hier, die Halte. Boah, ich kriege. Ich muss kurz den Roller und den Punkt machen. Ey. Bis gleich. Können wir dann auch wieder weitermachen? Ah, das ist doch schon viel angenehmer. Oh, das ist, glaube ich, das allererste Level von Origins gewesen. Wenn ich es noch richtig weiß. Es ist so lange her. Sorry, da weiß ich gar nichts mehr. Ich glaube, das ist Splash auch schon über ein Jahr her oder so. Ja, da habe ich nicht so ein gutes Gedächtnis. Ich meine, ich bin Let's Play, dadurch ist mein Gedächtnis sowieso schon ein bisschen eingeschränkt. Fragt Menschen wie German Let's Play, der freut sich, wenn er sich noch an seinen Vornamen erinnern kann. Ihr lacht da, das ist mein. Ich will da nicht hoch, ich will doch noch die Lobster haben. Los! So, hier unten, das hört man ja schon meilenweit, hallo? Bitteschön. War immer noch so laut. So. Münze, danke. Ah, nicht sterben. Ah, das läuft doch gerade. Das gehen wir hier hoch mit einem epischen Wandsprung. Bam! Oh ja, wir sind so gut. Oh, ich. Mir tut mir die Viecher auch so ein bisschen leid, weil. Wir können ja nicht. Oh, das war unerwartet. Da hinten muss doch was sein. So offensichtlich teilweise. Angry Birds, yay! Let's play Angry Rayman, würde ich sagen. Bam! Hallo. Das war gut. So, und die Sonne scheint natürlich immer noch ins Gesicht. Also habe ich wieder die wunderschönen Striche im Gesicht, wie schon bei den Weihnachtsfolgen. Das freut mich natürlich. Kann sein, dass hier unten muss doch ein kleiner Ding sein, oder? Nein, aber hier anders irgendwo. Irgendwo hier ist einer. Da oben wahrscheinlich. Ah ja, da. Bam. Haben wir bis jetzt alle? Ah, nochmal einen habe ich gerade schon gehört. Ach, da unten wahrscheinlich. Warte, wir holen dich gleich. Oh, hier sind noch Lumps. So, den haben wir auch natürlich. Jetzt haben wir, glaube ich, schon genügend Lumps für das neue Welt. Boah, ich freue mich voll auf die neue Welt. Ich weiß ja schon ein bisschen, was da abgeht. Weil ich habe da mal ein paar Folgen bei Table Tennis Gamer gesehen, wenn ihr den YouTuber kennt. Wahrscheinlich schon. Ja, und das fand ich eigentlich jetzt eigentlich schon ziemlich cool. Und ich bin mal gespannt. Ah, geh weg von mir, du blöde Fatsche. Was denn da so kommt. Also, ich habe ja schon ein, zwei Level gesehen. Ich habe... Aber was es jetzt sein wird, sage ich euch noch nicht, weil ich bin mir sicher, dass die Folgen nicht jeder von euch gesehen haben wird. Ich habe mir auch nur so ein, zwei Folgen mal nebenbei angeguckt und nicht der konstantes Let's Play wie damals Origins von Debitor und GLPle. Ah, was mache ich denn hier? Und hui. Und Vorsicht und ah und ah und ah und ah und ah und ah und oh mein Gott und oh mein Gott, wie kann ich das überhaupt überleben? Ich werde hier für noch irgendwo Lums, kleine wollte ich sagen. Und da war schon einer. Jetzt frage ich mich, ich hole noch ein paar Lums gerade mal. Und natürlich den zweiten Kleinen, den habe ich gerade fast übersehen. Ich glaube, den habe ich in Origins übersehen damals. Kann das?
Ey, also du bist ja noch nerviger als in 1 damals. Als in Rayman 1. Bam. Bam. Aber fick dich. Oh. Ich hab's quasi in der Tasche, aber nein, ich muss natürlich nochmal sterben. Warum? Weil ich's kann. Ciao. Ich muss da anders hin. Wenn ich von denen von unten irgendwie anspringe, dann sterbe ich immer. Keine Ahnung warum, es ist einfach so. Ich weiß zwar gerade nicht, warum er so weit gesprungen ist, aber es war nicht klug. So, das war doch schon besser. Bam, badam, bam. Gewonnen. Und wir kriegen immer mehr Lumps. Das ist so unglaublich toll. Hui. Wir sind ja bald fertig. Sind nur noch 3 Lumps. Ey, den hole ich mir aber, ja. Weißt du, was ich gerade versuche? Aber wenn du von mir wegfliegst, kann ich auch nichts für. Ich weiß, du kannst da auch nichts für. Aber ich noch weniger. Hatte ich mir meine noch kurz die Lumps da unten holen. Die hier. Und von mir hier unten noch was. Nope. Dann gehen wir wieder hoch und wahoi! Das macht voll Spaß! Ich liebe das! Hallo! Hui. Da muss doch noch ein Kleinling unten sein. Leute, als hätte ich's schon mal gespielt. Obwohl früher gab es nur jeweils 3 im, also die 2 im Level. Einen am Ende. Und dann noch die für die Looms. Also da gab es nicht überall einen wie hier. Haben wir jetzt nicht alle? Oh ja. Voll leicht, Alter. Und ich glaube, wir dürften auch fast genügend Looms haben. Oh ne, doch nicht. Schade. Leider keine 600 Looms, aber dafür alle 3, alle 6 Dinge. Und dann geht's gleich ab in die neue Welt. Soll ich jetzt noch? Komm, ich bin jetzt zu fies. Aber wir haben sogar doch gegen den Klumps. Ich mache jetzt noch ein bisschen was und dann packe ich nämlich die nächste Welt echt in die nächste Folge. Da müsst ihr noch einen Tag warten. Ha, ich bin ja böse. Oh, ich rutsche, ja. Spaß. Ich weiß, ich bin fies, ja. Alter, das sieht doch einfach nur scheiße aus, mein Gesicht. Ich weiß, es sieht doch so scheiße aus, aber wenn es so bestrahlt wird, dann ist noch schlimmer. Bravo, du hast die Welt fest der lebenden Leichen freigeschaltet. Die Kleinlinge dort brauchen Hilfe. Gleich. Jetzt rüben wir erstmal 2 Lose frei. Nochmal ein Back to Origins Gemälde auf jeden Fall. Das sind wir ja gerade. Auch nicht schlecht. Und ja. Dann haben wir hier nochmal ein Origins Level. Obwohl ich die jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich habe die jetzt nur wirklich so ein bisschen für Lückenfüllen und für Looms holen gebraucht. Weil ich werde dabei wahrscheinlich kein 100% Let's Play machen. Jetzt mache ich das mal kurz alles weg. So. Yay, yeah, jetzt holen wir uns erstmal alle Level. Wui. Boah, wir können ja eigentlich auch nochmal so zocken, ey. So, dann haben wir die hier noch. Pam. Pam. Oh, das habe ich. Da gab es auch ein paar Level mit Erik damals im Origins Let's Play. Kann ich euch nur empfehlen, war sehr geil. Hier haben wir nochmal eins. Ballmann. Toll. Was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch hier die 2. Hier, ich möchte mal die alle wegmachen. So, hier in einer besten Liste ermöglicht dir diese Umschlag Einladung an deine Freunde zu schicken, um sie aufzufordern, an der Herausforderung teilzunehmen. Versuch's mal. Ich hab keine Freunde. Oh. Warte mal, ich wollte eigentlich nicht in die besten Listen, sondern wieder in meinen komischen Koffer. Ja, da unten ist er schon wieder. Das sind überall Ausrufezeichen, die will ich jetzt mal wegkriegen. Jetzt muss er sich da mit den Servern verbinden. Das kann jetzt ein bisschen geladen werden. So, wieder raus. Aber das Aufrufezeichen bleibt dran. Aber hier sind jetzt nur noch 2. Dann nehmen wir das noch. Und dann noch den Turm ohne Ende. Und dann haben wir die Folge auch schon durch. Ich habe die total in die Länge gezogen. Einfach nur, dass ich die neue Welt in die nächste Folge klatschen kann. Und jetzt haben wir wenigstens auch irgendwann mal keine scheiß Koffer, Mail, Messages mehr. Keine Ahnung, nennt wie ihr es wollt. Auf jeden Fall würde ich sagen, ich mache dann einfach direkt ein Kapitel. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen von einer weiteren Folge Let's Play Rayman Legends.
In der nächsten Folge werden wir dann endlich in die neue, geheimnisvolle Welt eintauchen. Und ich freue mich schon sehr, was uns da erwarten wird, weil ich es ja schon ein bisschen weiß. Oh, und da ist sie auch schon. Ja, es wird auf jeden Fall sehr episch werden. Das wird auf jeden Fall mir sehr gut gefallen. Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder zur gewohnten Zeit um 5, wenn es dann wieder heißt Let's Play Rayman Legends im Fest der lebenden Leichen. Ich sage von meiner Seite aus, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag. Und ja, es gibt noch zu sagen, außer tschüss.